Die Bereitschaftspolizei sieht sich überlastet. Zu viele Großeinsätze, zu wenig Personal. So lautet die Kritik heute beim Fachsymposium in Kassel. Flüchtlingskrise und Terrorabwehr führen dazu, dass die Beamten bundesweit eingesetzt werden. Heute Frankfurt, morgen Berlin. Und manche dieser Einsätze sind extrem belastend. Die Bilder haben noch viele vor Augen. Die EZB-Krawalle im März 2015. Dutzende Menschen werden verletzt, auch Polizisten. Drei von ihnen können nicht in den Dienst zurückkehren. Großeinsätze wie diese werden häufiger. Auch bei Fußballspielen kam es in der Vergangenheit zu Gewaltexzessen. Beispiel Darmstadt, die Lilien gegen Eintracht Frankfurt Ende 2015. Die Arbeitsbelastung für die Bereitschaftspolizei ist offenbar gestiegen. Größere Einsätze mit gleich viel Personal, das zehrt. Das geht A an die körperliche Substanz und B aber auch an die soziale Kommunikation mit den Freunden und Verwandten zu Hause, da man sehr wenig zu Hause ist. Carsten Sommerfeld ist Einsatzführer der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit in Kassel. Alle 4 Wochen trainieren die Beamten eine Woche lang für die Ernstfälle. Weil die Polizisten auch zur Observation eingesetzt werden, müssen wir sie unkenntlich machen. Unser Einsatzgebiet ist nicht nur Hessen. Wir werden in gesamt Deutschland eingesetzt. Bei uns nennt sich das die Unterstützung anderer Bundesländer. Wir fahren nach Hamburg, nach Bremen, nach Niedersachsen, gelegentlich auch mal nach Nordrhein-Westfalen. Dort müssen wir auch bei den Fußballeinsätzen und Demonstrationen unterstützen. In Zukunft kommt da die OSZE im Dezember und der G20-Gipfel nächstes Jahr in Hamburg. Bundesweit sind die länderübergreifenden Einsätze von 2004 bis 2015 um 410% gestiegen. Ein unhaltbarer Zustand findet die Gewerkschaft der Polizei, GdP. Sie fordert heute auf ihrem Symposium in Kassel mehr Geld vom Bund und Ländern und mehr Personal. Über 100 Experten beraten hier 2 Tage lang über die Zustände bei der Bereitschaftspolizei. Riesige Überstundenberge schieben unsere Kolleginnen und Kollegen vor sich her. Insofern kann man gar nicht von einer Bereitschaftspolizei reden, sondern sie ist von vorne bis hinten durchgeplant, zu unregelmäßigen Zeiten, immer auf dem Sprung, immer einsatzbereit. Hessen gehört zu den Ländern, die sich entschieden haben, mehr Personal einzustellen, als ursprünglich geplant war, so der hessische Innenminister. Wir werden bis zum Jahr 2020 über 1000 zusätzliche Stellen bei der Polizei insgesamt haben und werden im nächsten Jahr den größten Ausbildungsjahrgang bei der hessischen Polizei haben, den es jemals gegeben hat. Eine Investition von ca. 61 Millionen Euro. Von dieser personellen Verstärkung soll auch die hessische Bereitschaftspolizei profitieren. Carsten Sommerfeld und seine Kollegen können also auf Verstärkung hoffen. Nur so können sie ihren Job auf Dauer machen und für Schutz bei Terror und Krawallen sorgen.